Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, ich sage heutige, weil ich wieder es nicht geschafft habe, das Video vorher aufzunehmen. Das heißt, heute ist schon wieder Samstag, der Samstag, an dem das Video raus muss. Und ich habe heute leider auch nicht so viel zu erzählen, weil ich die letzte Woche eigentlich nur mit FH-Zeug beschäftigt gewesen bin und eigentlich nur gelernt habe. Dementsprechend ist meine Motivation, irgendwas anderes zu machen, relativ niedrig. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf gar nichts, aber es sind jetzt noch 3 Wochen. Und dann ist dieses erste Semester vorbei, dann habe ich 3, dann kann ich endlich das machen, was ich wirklich will, und zwar schreiben. Aber ich muss noch ein paar Sachen loswerden, so was in den letzten Wochen passiert ist, weil ich euch ja ein kleines Update bzw. eigentlich einen Vlog versprochen hatte. Aber das hat halt einfach nicht alles so funktioniert. Aber ich habe ein paar Sachen, die ich euch gerne erzählen möchte. Also erstens, die Priorität, also das Schreiben zu priorisieren, das funktioniert gerade einfach nicht so, weil ich mittlerweile schon Albträume habe, dass ich meine Prüfung nicht bestehe und sonst Dinge, schlimme Dinge passieren, wenn ich nicht genug lerne. Und selbst wenn ich genug lerne, und zwar den ganzen Tag gefühlt, wird es trotzdem irgendwie nicht besser, dieses schlechte Gefühl. Aber ich habe halt wieder dieses schlechte Gewissen, wenn ich dann irgendwas für mich mache, also wenn es dann halt Schreiben ist. Das ist so ein ewiger Teufelskreis und es kotzt mich total an, weil das, was ich gerade lerne, das ist so ein Brechreizlernen. Das stopfe ich mir jetzt einmal so ins Gehirn rein und dann, wenn die Prüfungen vorbei sind, spätestens 1-2 Monate später, habe ich alles wieder vergessen. Und ganz ehrlich, aus dem Grund bin ich eigentlich nicht an die FH gegangen. Aus dem Grund will ich eigentlich nicht studieren, aber das Gefühl habe ich halt irgendwie immer, wenn ich was für die Schule, für die Ausbildung oder sonst was gelernt habe, dass ich das mir gerade so in den Kopf packe für die Klausuren und danach ist eh alles scheißegal. Und das finde ich ist nicht nur bei mir der Fall, sondern ich habe das Gefühl, das ist bei unserem ganzen Schul- und Bildungssystem so, und das kotzt mich sehr an, weil ich das einfach nicht richtig finde, dass wir so viel Zeit darin investieren, Dinge zu lernen, die wir später überhaupt nicht mehr kennen oder wissen oder uns daran erinnern können, die aber uns vielleicht doch irgendwie helfen könnten, aber einfach aus dem ganzen Stress, den wir uns dann immer machen, weil man 5, 6 Prüfungen in eine Woche packen muss. Wie bescheuert ist das denn überhaupt? Kommt es halt dann eben dazu, dass man das alles wieder vergisst, weil man einfach keine, also mir macht Lernen eigentlich Spaß. Wenn ich für mich selber irgendwas lerne, zum Beispiel wenn ich was recherchiere, dann arbeite ich ja auch Bücher durch und schreibe mir Informationen raus und so. Und das kann ich mir merken, weil es mir Spaß macht, weil kein Druck dahinter ist und weil es einfach was ist, was mir später noch was nützen wird. Aber das meiste Zeug, was ich jetzt gerade lernen muss, wird mir später nichts mehr helfen. Was soll ich denn für blöde Paragraphen auswendig lernen, wenn die sich eh alle 2 Jahre wieder verändern? Oder wenn ich überhaupt eigentlich gar kein Jurist werden möchte? Ja, muss ich halt trotzdem, um die Prüfung zu bestehen, ne? Ja, das ist gerade so ein bisschen, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich echt am Überlegen bin, ob mir dieses Studium überhaupt das bringt, was ich eigentlich davon mir erwartet habe. Nämlich, dass ich halt ein bisschen besser mich noch nach außen hin vermarkten kann. Und irgendwie das Gefühl, das ist gerade noch gar nicht der Fall. Aber ich meine, das ist das erste Semester, da lernt man halt die Grundlagen, und teilweise hatte ich diese Grundlagen halt schon mal in der Schule bzw. in der Berufsschule. Deswegen ist für mich nicht viel Neues dabei, aber es ist halt trotzdem kacke, wenn du den ganzen Schmonz, den du für die Ausbildung gelernt hast, nochmal lernen musst, weil du dich einfach nicht mehr dran erinnerst. Oder zumindest nur so vage, das ist ja schon mal ganz gut, aber ja, irgendwie habe ich da einfach so ein Problem mit diesem System und ich weiß nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass ich halt jetzt erst mit dem Lernen so richtig anfange. Ja, ich hätte schon vorher lernen können und das werde ich auch im nächsten Semester wirklich machen, dass ich in der Woche 2 bis 3 Stunden am Wochenende einfach dafür verwende, um meine Sachen zusammenzufassen, um vielleicht schon erste Lernkarten zu schreiben, ganz egal, ob die Professoren dann den Stoff nochmal einschränken oder nicht. Einfach, damit ich das für mich lerne und der Druck nicht so da ist und ich auch wirklich das bei mir behalte und nicht dann nach den Prüfungen alles wieder weg ist, weil das ist halt jetzt im Moment das Problem und da verschwende ich halt wirklich wertvolle Zeit, die ich entweder dafür nutzen könnte, um weiter zu schreiben oder eben um das richtig zu lernen, dass ich mich später wieder dran erinnern kann. Ich hoffe, das macht jetzt irgendwie Sinn und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber mich stört das jetzt schon so lange, spätestens seit dem Abi stört mich das, dass wir halt so, weiß nicht, Brechreizlernen machen, aber nie wirklich uns auf den Gebieten weiterbilden oder weiterbilden können, ohne Druck, die uns wirklich wichtig sind. Also wie zum Beispiel Schreiben oder Marketing, was jetzt unbedingt nicht wirklich im ersten Semester so richtig vorkommt. Klar, wir haben BWL und sowas, aber da ist es halt so ein Randgebiet,
bei Medien BWL und ja, ich weiß auch nicht. Das war irgendwie nicht so da mein Ziel dahinter. Aber ja, wie gesagt, das ist das erste Semester und das sind jetzt so meine Gedanken so kurz vor den Prüfungen. Ich bin echt super nervös. Ich habe Schiss davor, muss ich ehrlich sagen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was mich erwartet. In der Berufsschule hatten wir es wenigstens so, dass wir alte Prüfungen, Abschlussprüfungen und so durchgearbeitet haben und wir wussten, was kommt, wenn wir uns da in diesen riesen Raum setzen mit ganz vielen anderen Auszubildenden und diese bescheuerten Prüfungen schreiben, für die wir so lange gelernt haben. Aber da, okay, es gibt ein paar Prüfungen, alte Prüfungen in so einem Online-Dingens, aber die sind halt auch nicht mehr aktuell und das haben sich teilweise die Professoren halt jetzt auch geändert und da weißt du halt auch nicht, was du kriegst. Und das ist diese Ungewissheit. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich ein Problem damit habe, wenn alles so ungewiss ist und ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Das macht mich total fertig und das ist auch irgendwie schwierig, dann trotzdem noch weiter zu lernen und du weißt auch nicht genau, was sollst du jetzt lernen und wie sollst du es jetzt lernen und wie viel sollst du davon lernen und wie sehr ins Detail muss man da gehen. Also es ist gerade echt ein bisschen irr. Aber ich freue mich schon so auf den Februar, wenn dann alles vorbei ist. Ich muss zum Glück nicht in der Woche von den Prüfungen arbeiten. Ich habe mir vorgenommen, die letzte Prüfung ist, glaube ich, irgendwann mittags oder so an einem Freitag, dass ich danach erstmal ein bisschen in die Stadt gehe, Bücher shoppen gehe oder so. Einfach, um mal was ganz was anderes zu machen, mich auch ein bisschen für den ganzen Stress, der noch in den nächsten Wochen folgen wird, zu belohnen sozusagen, weil das ist schon echt viel und ich mache eigentlich nichts anderes mehr als lernen und für die FH Zeug machen, weil wir nächste Woche auch unsere Abschlussveranstaltung haben, wo wir unser Projekt präsentieren müssen. Also ihr wisst ja vielleicht, ich habe Podcasts gemacht. Die sind jetzt wirklich alle fertig. Bin so stolz auf uns. Ich habe auch unten mal in die Infobox ein paar Links von den einzelnen Podcast-Folgen gepackt. Bitte, bitte, bitte. Ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, ihr müsst das tun, aber wenn ihr gerade Zeit habt und oder irgendwie gerade aufräumen müsst, hört uns auch unsere Podcasts an, weil irgendwie das Gefühl, die bekommen zu wenig Aufmerksamkeit dafür, für die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, haben uns wirklich Mühe gegeben und wenn ihr immer schon gerne was über Würzburg wissen möchtet oder haben wollt, dann solltet ihr unbedingt mal reinhören, auch wenn es nur ein paar Minuten sind, es wird uns schon helfen, wenn ihr da mal kurz reinguckt und unbedingt ein Like da lassen, weil das macht sich natürlich auch immer gut. Also wenn der nächste Freitag vorbei ist, mache ich schon mal drei Kreuze, weil das ist echt jetzt nochmal richtig stressig, diese Veranstaltung zu organisieren. Wir sind halt so viele es kommt mir halt vor, wie so viele im Studiengang und das alles gerecht aufzuteilen, ist halt nicht so leicht und es funktioniert auch nicht so gut. Deswegen hoffe ich einfach, dass am Freitag alles glatt geht und sage euch natürlich auch Bescheid, wie es gelaufen ist und dann werde ich jetzt dieses Video auch beenden. Ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie was gebracht euch, dass ihr vielleicht euch nicht so alleine fühlt mit eurem Hass aufs Lernen. Mir geht es ganz genauso. Und dann würde ich sagen, beende ich das Video, weil ich einfach keine Zeit habe. Ich habe auch fast keine Zeit, jetzt eigentlich was zu schneiden. Das ist echt kacke. Ich hätte in den Weihnachtsferien wirklich mal nicht so faul sein sollen und vorbereiten sollen. Aber da habe ich wieder mal nicht dran gedacht. Und naja, in dem Moment war es mir dann auch egal, weil ich eher mich mal ausruhen wollte. Aber das bereue ich jetzt schon wieder sehr und ich bin sehr wütend auf mich. Aber kann man jetzt nicht ändern. Ich hoffe, ihr habt es besser als ich und nicht so einen Lernstress. Mache ich mir wahrscheinlich auch selber, aber ich will halt, wenn ich was mache, dann will ich es auch gut machen und das ist meine Einstellung für alles im Leben und ja, da muss ich halt dann immer ein bisschen Energie reinstecken, um das auch wirklich hinzubekommen und das werde ich jetzt auch gleich wieder tun. Deswegen wünsche ich euch eine schöne Woche mit viel Produktivität und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich wesentlich mehr Zeit zum Schreiben, als ich gerade habe und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das ist immer noch das Branding-Video für Autoren. Also falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, wie ihr euch auf Social Media und nach außen hin als Autor präsentieren sollt, dann könnt ihr mir die gerne unten in die Kommentare schreiben oder auch per Direktnachricht auf Instagram. Dann nehme ich die auf jeden Fall noch in das Video auf. Das wird mir sogar sehr weiterhelfen, weil dann weiß ich genau, was ich euch erzählen soll und laber nicht irgendwelchen Scheiß, der euch gar nicht interessiert. So, aber jetzt habe ich echt genug gesagt und verabschiede mich jetzt wieder zum Lernen von Recht. Yay!